Juhu, was geht ab, Freunde der guten Unterhaltung? Ich bin's mal wieder, Johnny Fettfinger, aka Hotboy 1237. Und heute geht's weiter bei Astrobot. Wir waren bei der Welt 4 und Level 5, beziehungsweise beim Endboss. Wir benötigen 80 Astrobots und haben 114. Das klingt doch ganz gut. Und wir öffnen das Schloss. Jetzt bin ich aber mal gespannt. Und los. Und schon haben wir eine Toolbox. Ich denke mal, es gibt Ninja-Sterne, die ich die Spinnennetze hier schon sehe. Ganz genau. Dann sieht man ja die Jutenteile. Schnibbeln wir uns hier erstmal den Weg frei. Ich glaube, der Endboss, der wird eine Spinne sein. Oder etwas Spinnenähnliches. Oh, mit dem Herzchen. Ich weiß nicht, was ich machen soll, hier ganz genau. Aha, okay. Wie das aussieht mit der krummen, schiefen Brille. Da oben. Zu spät gesehen. Ich habe das gar nicht gescheckt. Ich habe mir ja die bescheuerte Brille angeguckt. Aber jetzt cutten wir das Spinnennetz, den Faden. Keine Ahnung, was ich machen soll. Hier reinboxen. Okay. Babam, babam, babam. Och nee, jetzt haben die mich erwischt. Der Kreisel-Attack hat abgebrochen. Und schon wieder haben die mich hier vernascht. Bam, babam, babam, babam. Oh, die Plattform ist auch kleiner geworden jetzt. Kein Kreiselangriff, warum funktionierte das denn jetzt nicht? Das kam mir erst so leicht vor, aber jetzt merkt man doch, das ist gar nicht so einfach. Die Eier, die kann man nicht kaputt machen. Außer mit der Faust. Die Ninja-Sterne bringen dann nichts. Aber die Spinnen, die kriegt man kaputt. Mal vorbereiten, wenn die Eier hier erscheinen. Nee, einen Moment, ich muss noch die Schnur hier durchtrennen. Ich war schon beim nächsten Schritt. Da war ich zu voreilig.
Jetzt aber. Jetzt haben die mich doch schon wieder erwischt. Alles drauf, hier vertrickst. So, vorbereiten zum Kreiseln. Hat mich die Spinne, die letzte Spinne, die übergeblieben ist, erwischt. Der haue ich jetzt alle rein. Bam. Man ist aber ganz schön schnell. Noch mehr Schnüre. Oh, das gibt's doch nicht. Bam, 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 bam. Ganz schön nervig, die Spinne. Die wollen alle umgekloppt. Lass mich runter. Jetzt, 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 jetzt hau ich da noch eine rein. Schon mal Kreiselangriff vorbereiten. Da ist mir ein Ei auf den Kopf gefallen. Ich glaube es nicht. Der Job. Lass mich runter, du doofe Spinne. Das hat mich schon wieder gekommen. Das ist echt gemein. Man schaut nach oben, muss sich da konzentrieren und die killt einen dann. Yeah! Babam, babam. Boah, das war auch gar nicht so einfach. Sind da noch Spinnen? Ich hab da was gesehen. Ein neues Schiffsteil, jawohl. Jep, 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 jep. Und das war's auch schon, Freunde. Das war der Endboss. Ihr könnt gerne mega fett den Daumen nach oben da lassen für mich. Und falls ihr es noch nicht getan habt, könnt ihr gerne kostenlos abonnieren und dadurch meine Gangstalker hier auf YouTube werden. Ich möchte, dass ihr meine Gangstalker auf YouTube werdet. Und eine neue Herausforderung. Netzdesigner. Ja, passt ja dazu. Das neue Schiffsteil. Jawohl, 4 von 5. Da freut er sich jetzt. Und ich mich auch. Und ich hoffe, ihr euch auch.
Und da ist die nächste Welt freigeschaltet. Die Welt 5. Und die sehen wir uns natürlich in der nächsten Folge an, Freunde. Ich freue mich, wenn ihr wieder reinschaut. Und dann sage ich mal, bis später, euer Johnny Fettfinger. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.